Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Donkey Country Tropical Freeze. Und diesmal erstens mit richtig guter Soundqualität und in realem, echten 4K. Das Ganze läuft nämlich jetzt über einen Emulator und ich erkläre euch das gleich, wenn wir im Level sind. Und zwar Ranken Rumba 3B. Boah, ich muss das Game auf jeden Fall leiser machen. Doch, kommen wir direkt dazu. Ich habe das ganze Game jetzt auf dem Emulator richtig gut zum Laufen gebracht und jetzt läuft das Game auch wirklich in realem, echten 4K. Ey, das sieht so krass aus. By the way, ich habe den falschen Charakter. Ich switch den ganz kurz. Okay. Ich gestehe nämlich voll und ganz, ich habe das Game jetzt in der letzten Stunde kurz mal bis hierher wieder gespeedrunnt. Auf dem Stand der Dinge. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Ja, das sieht angenehm aus. Oh ja, also schlau wäre es hier, glaube ich, Cracky zu nehmen. Wegen der Stacheln. Was ist da oben links? Da sehe ich was. Ja. Auf jeden Fall, Guys, also auch wenn ihr es in Full HD guckt, ihr werdet einen Unterschied zur standardmäßigen Switch-Version von vorher sehen. Das Game sieht so geisteskrank aus. Wirklich. Oh, der hat Feuer. Ja, da muss ich mir vielleicht vorher drüber Gedanken machen. Hier spawnen wieder Dinge. Ach, du meine Güte. Ich muss das jetzt alles langsamer angehen, vor allen Dingen. Oh, wir haben Cranky schon gleich wieder verloren. Zack. Okay, wir müssen das Ganze auf jeden Fall viel, viel strategischer angehen. Weil... naja. Let's face it. Ich habe in den letzten Minuten das Game halt auf einem Hyperspeed gespielt. Hyperspeed. Halt, like, ich bin halt so durch die Level durch. Also wirklich die ganze Zeit nur gerollt und gesprintet. Ohne groß was einsammeln, außer halt die ganzen K- und NG-Buchstaben. Und es hat legit jetzt nur, in Anführungszeichen, eine Stunde gedauert. Deswegen ganz entspannt. Und, Guys, wir haben auch nicht mehr die Soundprobleme aus der letzten Folge. Wir hatten ja in der letzten Folge geisteskrank wieder und in den letzten zwei Folgen sogar ganz, ganz cursed Soundprobleme. Und ich weiß immer noch nicht, woher genau das kommt. Bonusraum? Ein Bonusraum. Actually, ich weiß es immer noch nicht. Oh, es ist der Bonusraum, den ich super doll mag. Nein! Ah, ich dachte, er geht nach oben. Ich dachte actually, er würde erst nach... Schade. Aber wie ihr wisst, wir machen ja nicht die 100% hier. Deswegen, sei das Ganze entspannt. Oh ja, by the way, ihr habt das, glaube ich, noch gar nicht mitbekommen. Ich habe einen neuen Aufsatz. Der ist dafür da, dass, dass wir nicht so viele Atmer- und Störgeräusche haben. Ich hoffe, das ist okay für euch. Bitte, ich will doch nur die Bananen. So, da kann man runter. Direkt gesehen. Bumm. Und wieder hoch. Oh, ich mag das gar nicht, dass Dinge aus dem Nichts aufploppen und wieder verschwinden, wenn wir uns entfernen. Das spart auf jeden Fall Rechenleistung, das verstehe ich. Kollege, wie geht's dir? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, also eigentlich seit der letzten Folge nicht mehr. Ich liebe ihn, es gibt kein gutes Bild von ihm, sonst hätte ich ihn schon längst auf Thumbnail gepackt. For sure. Okay, jetzt gibt's hier ein bisschen Durchgeballere. Na klar, werdet ihr genau... Sass. Bitte, ich will kein Puzzleteil. Nein. Ich will ein Herz. Oh, das war wieder todesknapp. Cranky war hier aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das sehe ich schon direkt. Ich find's auch richtig schön, wie der Hintergrund sich so bewegt. Also, Guys, schaut auf jeden Fall während des gesamten Let's Plays immer mal wieder in den Hintergrund. Es sieht so schön aus. Das ist dieses Besondere an dem Spiel. Auf jeden Fall. Der Hintergrund in diesem Spiel ist wirklich das Schönste, dass es... Also, es gibt kein Jump'n'Run. Ja, was hätte ich machen sollen? Das wirklich so gut aussieht wie Donkey Kong. Aber das war ja scheinbar schon immer so. Bam. Och, jetzt kommt noch sowas? Alles klar, und ich habe nur begrenzte Zeit. Das ist... Das war's schon? Haben wir alle K und NGs? Oh no.
Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Aber natürlich haben wir alle. Also, wäre ja auch cringe, wenn nicht. Wäre ja auch cringe, wenn nicht. Und selbst die Ladezeiten sehen jetzt krass aus. Also, Guys, wenn ihr die Möglichkeit habt, dreht 4K auf. Es sieht wundervoll aus. So, wir kommen jetzt aber direkt zu Kanonen-Kasachok. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt tatsächlich ganz interesting. Das ist doch schön. So, und wir betreten das nächste wunderbare kleine Level. Ey, schaut mal im Hintergrund, wie die da so langlaufen hier. Hier auf der Brücke. Wie genial. Gab's hier links was? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Nein. Das sieht so aus, als sind wir jetzt so in deren Lager. Oh, wir kriegen Didi. Okay, sogar geforced. Also, geforced im Sinne von... Hey, wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Mit dem Gegner. Oh mein Gott. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Okay, wir machen... Wir machen den entspanntesten Modus, den wir machen können. Kann ich hier drüber? Natürlich kann ich das. Okay, wenn es kommt, springen. Okay. Oh, damit jetzt auch noch rumschießen? Oh, nee. Jetzt muss ich mich von Fass zu Fass schießen lassen. Und dabei am besten nichts treffen. Jetzt. Okay. Herzen haben wir eigentlich genug. Oder halt Balloons. Da habe ich mich ein bisschen drum gekümmert. What's going on? Bam. Nehme ich mit. Wie lustig. Oh, habt ihr gesehen? Es hat ein bisschen geleckt. Natürlich ist ein Emulator nicht komplett optimiert. Es kann sein, dass es vielleicht ab und zu mal laggen wird. Guys, das müssen wir in Kauf nehmen. Dafür haben wir Custom-Texturen. Dafür haben wir halt krassere Texturen. Alles klar. Uff. Okay, jetzt müssen wir sogar... Ah! Ich muss mich hier so konzentrieren. Oh ja, die nehme ich alle mit. Ist das ein Puzzleteil gewesen? Ich warte. Bitte, let's go. Okay, hier müssen wir echt strategisch und richtig, richtig schnell vor allen Dingen vorgehen. Aber das ist ja erstmal kein Stress für den einzig wahren Donkey Kong Bezwinger. So nenne ich mich jetzt schon. Oh, let's go, alle Counting. Ist das hier schon das Ziel? Als hätte ich in meinem Leben nichts anderes gemacht, als dieses Game zu studieren. Let's go. Das gefällt mir doch. Das ist doch wunderschön. Und da kann man auch mal, also, Like da lassen. Das wäre schon schön. Danke, Guys. Oh, wir kommen jetzt auch schon zum Boss. Ja, dann... Boss-Savannen-Sause. Nach 8 Minuten schon beim Boss. Das ist strong. Das ist... Lässt sich sehen. Juhuhuhu. Überleg gerade, was bei denen strong ist. Bei dem Boss. Aber ich glaube, da ist nicht wirklich was strong. Wir nehmen straight up Dixie. Frage, die ich mir hierbei actually stelle. Warum sind die Affen gegen die Affen? Also, warum sind die gegen uns? Okay, auf ihn können wir drauf, weil er hat keinen Hammer. Genau, so war das. Oh, let's go. Er hat wieder einen Hammer. Okay, sie machen Pause. Looks like. Oh. Fidget Spinner it in. Was für Fidget Spinner? No! Ich hab springen gedrückt. Rüber. Ich will das Herz. Let's go. Die Sache ist, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Treffer wir haben. Weil das Spiel lässt nicht so viel Spielraum,
zu wissen, wann du eine Phase hast bei diesem Bosskampf. Also, wenn ich das richtig sehe. Okay, vielleicht ist das jetzt die zweite Phase. Nee. Wieso können die das festhalten? Aber ich nicht. Oh, yes. No, ich habe mich selber getroffen. Wie der losteste Mensch der Welt. Aber gar kein Stress. Nein. Nein, ich dachte, ich könnte ihn noch nehmen. Stupid, 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 stupid. Okay. Guys, ich weiß, was wir jetzt mal testen. Wir testen das jetzt einmal im Bosskampf, damit ich weiß, was dadurch passiert. Wir kriegen dadurch einen Treffer, legit. Okay. Ey, was sind denn eure Missionen jetzt? Vor allem, die werden auch immer heller. Merkt ihr das? Die sind jetzt schon richtig so weiß, als wären sie einfach 50 Jahre älter geworden. Aber ich bleib ganz concentrated. Okay, okay, sie kommen nochmal hier mit so ein bisschen. Okay, und da sind sie. No way. Der ging komplett daneben. Egal, egal. Ganz entspannt. Ist er der letzte Überlebende? Er kann sich klonen? Das ist was völlig Normales. Also cringe, wer das nicht kann. Alles klar, beruhigt euch. Oh, oh, oh. Aber dich hätte ich ganz gerne. Bam! Oh, yes. Ein Herz. Wichtig, 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 wichtig. Okay, was machen sie? Was machen sie? Ey, das sieht so geisteskrank in 4K aus, wirklich. Ich freue mich, dass ich... Nee, er macht Hammer-Attack. Ich bin am Ducken. Er geht ohne Hammer. Let's go, wichtig, wichtig. Okay, er klont sich nochmal. Was? Übertreibt es nicht. Ich sehe die Bombe nicht. Oh mein Gott. Das war anders wild. Das war anders knapp. Uff. Okay, aber ich glaube, wir haben uns ganz, ganz, ganz gut geschlagen, würde ich das jetzt mal nennen. Freut mich. Freut mich. Und es sieht so geisteskrank in 4K aus. Also wirklich geil, wenn ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und wir kommen jetzt einfach schon in die vierte Welt. So eine Strandwelt. Und mit 4-1 starten wir rein mit Playa del Kong. Uhuhu. Ich bin so gehypt. Ich bin so gehypt, dieses Spiel so durchzusuchten. Am liebsten heute alles. Wir haben jetzt bald 18 Uhr. Ich muss noch newer Videos aufnehmen für die kommenden Wochen. Also halt zwei Stück. Oh nein, ich hab's geskippt. Es tut mir so unfassbar leid. No, das wollte ich nicht. Ich hoffe, wir kriegen hier relativ schnell wieder ein Dings. Das Schwierigste war tatsächlich, sich wieder daran zu gewöhnen, dass das Spiel jetzt wieder keine Verzögerung hat. Also wenn ich drücke, Sprung. Sprung. Dann springt der relativ zeitgleich zu meiner Eingabe. Und das ist ja durch die Capture Card immer ein bisschen verzögert. Deswegen musste ich mich jetzt erst wieder umgewöhnen ein bisschen. Aber das war gar kein Problem. Oh, das sieht so schön aus. Unter Wasser sowieso. In diesem Donkey Kong Spiel das unter Wasser. Es sieht so perfekt aus. Kommt nicht an die oberen. Doch, ein Puzzleteil, cool. Sehe ich aus, als wollte ich ein Puzzleteil haben. Ich hätte echt gerne einen Fass mit einem Kong-Begleiter drin. Oh, oh, Das geht natürlich auch. Unter Wasser ist aber auch episch. Didi, let's go. Das sieht sass aus. Ja, ja, ja. By the way, oben links, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, neben unseren Herzen haben wir tatsächlich eine Lebensanzeige. Eine Luftanzeige. Die uns tatsächlich sagt, dass wir nicht ganz so viel Luft haben und wir darauf immer achten müssen. Okay, ich bin im Unterwasser sehr schlecht. Bitte verzeiht mir das. Alles klar, ich will hier eigentlich gar nicht sein.
Und wham, zack, durch da. Ich finde auf jeden Fall, also die Unterwasserwelt ist mitunter eine der schöneren Welten. Nicht die schönste, zu der schönsten oder zu der meiner Meinung nach besten Welt kommen wir noch. Aber unter Wasser sieht trotzdem auch die Musik. Ist schon schön. Uff. Eins. Oh, wir können einfach an ihm vorbei, wusste ich gar nicht. Okay. Aber da gibt's eine Coin für, nicht? Ah, nur wenn wir es dreimal am Stück machen, okay. Jetzt gehen wir aber nochmal ganz kurz Luft holen und weiter geht's. Okay, hier wird Konzentration noch groß geschrieben. Ich habe keine Lust, in dieser Folge schon Funky zu wechseln, weil ich zu schlecht bin. Aber es wird vermutlich früher oder später passieren, weil ich keine Lust habe. Oh, ja, Dixie. Wichtig, wichtig. Weil ich einfach, Weil ich einfach, darf ich jetzt mal ausreden? Weil ich einfach keine Lust habe, die ganze Zeit, zu sterben. Und ich bin in diesem Spiel gut mit Funky, aber halt nicht alleine gut. Also ohne Funky bin ich nicht der besteste Gamer hier. Aber hier kommen wir wenigstens gegen an, so ein bisschen. Das ist doch schön. Sparen wir schon mal ein bisschen Zeit. Das ist wichtig. Da ist was? Nur eine einzelne Banane. Okay. Und jetzt wird wieder Konzentration groß geschrieben. Ah, oh, hier gibt es eine Secret Exit. Richtig. War das hier? Kann mich da an etwas erinnern. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Und zwar, wenn wir jetzt das hier aktivieren. Bumm. Oh. Nee, nicht gut, nicht gut. Hallo. Und dann wieder zurückschwimmen. Ah, dann ist hier hinten was runtergefallen. Und wir können nach oben. Ja, ja, ich... An manche Dinger kann man sich auch einfach erinnern. Hier gibt es sogar ein Puzzleteil für. Hey, ich drück doch. Muss ich schütteln? Halte A. Oh, ich halte B. Entschuldigung, sorry. Ah, komm. Kann ja mal passieren. Bam. 15 Coins. Let's go. So muss das. Und Guys, dann holen wir jetzt ganz kurz den normalen Exit, beziehungsweise machen einfach an der Stelle weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Okay. Und jetzt geht's für uns an dieser Stelle hier weiter. Luft holen zwischendurch, keine schlechte Idee. Oh mein Gott, hier müssen wir, glaube ich, ganz schnell durch. By the way, ich habe Dixie verloren und Didi bekommen, aus Versehen. Ob das dadurch schwerer wird? Ja. Lol, hat das gerade geleckt. Oh mein Gott, was war das? Es tut mir leid. Sehe ich genauso. Ich hoffe, da ist kein K- und NG-Buchstabe oder so. Das wäre halt nicht gut. Okay, wir warten, bis es sich richtig hingedreht hat. So. Das ist knapp. Hier ist jetzt Strömung. Hier können wir eigentlich nicht viel gegen tun. Okay, wir haben alle K- und NG-Buchstaben. Aber ich glaube, es ist einfach schwierig, diese ganzen Blubberblasen zu rendern. Und nochmal 15 Coins. Let's go. Weiß nicht warum, aber immer wenn ich mich zu sehr bewege, rutscht mein Stuhl einfach weg. Es scheint, der Boden ist schief. Okay, wunderbar. Ist das nicht schön? Wir können direkt zum nächsten Level. Wir machen erst hier Aquamator. Weil ist halt das Zusatzlevel, was wir durch den Secret Exit freigeschalten haben. Dieses Game sieht so schön aus. Auch wenn es ein bisschen ruckelt, es sieht trotzdem schön aus. Es sieht trotzdem schön aus. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge habe ich das mit dem Ruckeln dann auch unter Kontrolle. Und what the hell ist dieses Level? Nein, hier gibt es den Secret Exit. Ich kenne den Secret Exit. Und für den Secret Exit brauchen wir Cranky. Es ist keine schlechte Idee, sich an den Secret Exit zu erinnern. Oh ja, hier regnet sehr viel. Guys, es kann sein, dass es laggt, sowieso. Bei den newer Videos war das auch so. In dem einen Level, wo alles geregnet hat, ist die Qualität vom Video so maximal gesunken. Das liegt einfach daran, dass wenn sich viel in einem Bild bewegt, sinkt die Bitrate. Also beziehungsweise
benötigt man mehr Bitrate, dass es ein flüssiges Video entsteht. Und weil ich einfach nicht zehntausende Megabyte hier für das Video benutzen kann, passiert es dann halt häufiger, dass es anfängt zu laggen. Das nun mal so. Akzeptiert das. Eben durch den Ring, ich sehe schon, mein Prozessor ist jetzt schon bei 80% ausgelastet. Ja, ich nehme mir den Prozessor auf, weil meine Grafikkarte ist zu 90% ausgelastet, nur durch dieses Game schon. Ist ein Emulator, der verbraucht immer mega, mega viel Rechenleistung. Das ist einfach so, das müssen wir akzeptieren. Vielleicht wird es dann mit der nächsten Grafikkarte ein bisschen besser. Oh lol, wir werden sehen. By the way, ich habe mich noch gar nicht dazu geäußert. Der Hintergrund ist ja geisteskrank cool designt in dem Level. Also alles ist geisteskrank in diesem Level. Oh, 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 okay, hier haben wir solche Dudes. Oh mein Gott, OMG. Okay, er ist down. Und hoch. Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Safe, safe. Atmen. Okay. Lol, wie bin ich denn hier? Ah, ich verstehe. Okay. Ein Herz? Nee, brauche ich gar nicht. Hier könnte jetzt auch ein Puzzleteil drin sein. Und ich würde mich tatsächlich darüber freuen. Oder halt nicht. Mal das Mikrofon ein Stück höher. Hui! Oh. Oh no. Ja, hi. Guten Tag. Zack. Was gibt's hier? Wieder ein paar Bananen zum Einsammeln. Und dafür gibt es eine große Banane. Das ist schön. Down. So. Sind wir schon beim Secret Exit? Ich glaube ja schon. Und wir sind dran vorbei. Seht ihr da oben? Da müssen wir hin. Ich versuche das gleich. Aber erstmal kämpfen wir uns hier durch. Wir haben alle KNGs. Oh, hier ist schon das Ziel. Heißt es das? Ja. Das heißt, okay, dann versuche ich jetzt noch 500 Mal diesen Secret Exit zu bekommen, denn jedes Mal, wenn wir ihn nicht bekommen, müssen wir das ganze Level halt wieder von vorne spielen. Oder ich sterbe immer an dem Punkt. Also, Guys, spannende Sache. Ja, ich benutze Funky, aber hört mir zu. Ich wollte ja immer so machen mit Cranky hin, dann beim Checkpoint sterben und dann wieder dahin laufen. Die Sache ist, zwischen dem Checkpoint und dem Secret Exit gibt es kein Fass mehr. Das heißt, ich habe das Level jetzt 5-mal gespielt, es nicht geschafft und jetzt einmal mit Funky noch kurz gemacht. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir werden ihn auch wieder direkt hier auswechseln. Unter Kong-Auswahl rüber. Und dann sind wir wieder mit Donkey Kong hier. So, jetzt würde ich aber erst sagen, machen wir erst das Level hier. Aqua Tech. Ganz genau. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Es ist einfach frustrierend, wenn ihr 20 Minuten lang dasselbe Level spielt, immer und immer wieder bis zu dem Punkt hin. Ich kann mit Donkey und Cranky auch nicht wirklich Speedrun. Okay, es waren nur 15 Minuten, sorry. Aber trotzdem ist es halt einfach verbunden mit sehr, 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 sehr. Wie komme ich denn da runter? Sehr viel Aufwand. Und ist doch jetzt okay, so wie es war. Oh Gott. Zack. Zack, 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 zack. Rüber, rüber. Oh ne, hier haben wir wieder was verpasst. Oh, ich habe eine ganz weirde Strategie gerade. Was mache ich hier? Rüber, 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 rüber. Weird reden wir nicht drüber. Aber wir haben es geschafft. 100 Bananen, ein Ballon und eine Coin. Wichtig. Kamerad, dankeschön. Bam, zack. Und naja, wie wir auch schon sehen konnten, ist dies ein wunderbares Traktionslevel. Also ein Level mit Tracks und so. Ihr versteht, Schienen, Züge und so. Ich sehe gar nichts. Das wird ein angenehmes Level, sage ich jetzt schon. Oh, stimmt, das war das mit den krassen 3D-Kamerafahrten und so. Ja, 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 I remember myself doing this. Low hat's gerade geleckt. Oh mein Gott. Und zwar können wir jetzt, naja, die Seite wechseln. Ist doch schön. Indem wir jeweils links und rechts drücken.
Boah, wie das Game hier laggt. Es tut mir so leid. Ich hoffe, das ist gleich wieder weg. Was macht der Fisch da? Genau, die Dinger fahren immer in die entgegengesetzte Richtung. Da können wir ganz entspannt bleiben. Klappt das? Ja. Und wieder zurück. Und wohin muss ich? Wahrscheinlich nach links? Nee, gar nichts. Okay. Ich hoffe, das wechselt jetzt wieder die Perspektive. Okay, beim Perspektivenwechseln laggt es auf jeden Fall immer. Guys, wir akzeptieren das. Ich bin am Ducken schon die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, warum er sich nicht... Okay. Ich sag mal, so angenehm ist anders. Uff, uff, uff. Das sind ja aber auch nicht die einfachsten Sprünge, gell? Müssen wir schon ganz ehrlich sagen. Alles klar. Okay, aber wir sind noch am Leben. Oh, hier müssen wir noch Seiten switchen. Oh, nochmal. Da ist ein Puzzleteil. Keine Ahnung, wie wir da drankommen sollen. Okay. Okay. Uff, uff, uff. Ich mag das Level gar nicht. Uns fehlt noch der letzte Buchstabe. Da könnt ihr jetzt auch nochmal aufhören zu laggen, bitte. Oh, ich feiere das nicht, dass das laggt. Mich stört das genauso wie euch. Mich stört es vermutlich mehr, weil ich ja damit arbeiten muss. Ich muss... Uff, uff. Ah, Buchstabe wichtig. Okay. Wir haben alle. Wann kommt hier das Ende? Jetzt. Okay. Ist es schon das Ziel? Ja, bitte. Auf ganz entspannt, weil das war ja Legus Maximus. Aber natürlich alle wunderbaren, leckeren Buchstaben mitgenommen. Daraus mache ich mir eine gute Buchstabensuppe. Das Level oben rechts mit den Kisten, das versuche ich, solange es geht, zu meiden. Ich mag das gar nicht. Wieso? Das erkläre ich euch, wenn es soweit ist. Wir kommen jetzt erstmal zu, ich habe es nicht gelesen, Tiefsee irgendwas. In der Hoffnung, das Game laggt ein bisschen weniger. Denn wir machen heute, falls ich es, weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, an der Zeit unten. Wir machen heute ein längeres Level. Wir hängen nämlich das hier einfach noch hinten dran. Weil das ein, oh mein Gott, ein Silhouettenlevel unter Wasser ist. Ich erinnere mich an dieses Level. Dieses Level war mega lang. Ist vielleicht nicht die schlauste Entscheidung, dass wir sind schon am ersten Buchstaben vorbei. Wie soll ich denn da dran kommen? Und andere Frage, ich bin gleich tot. Alles klar. Nee, natürlich. Ich hätte auch mal echt gerne wieder einen... Moin. Ein Herz oder einen Begleiter? Ein Herz. Ist auch okay. Wer bist du denn? Du greifst uns jetzt aber nicht an, oder? Du bist... Mrs. Puff! Was machen Sie denn hier? Oh, sehe ich da was? Erstmal killen hier alle. Wichtig, wichtig. Oh ja, hier aus dem Wasser raus. Ich will ein Fass. Ich will mich gut fühlen. Oh, es fühlt sich so gut an. Gibt's hier? Oh, da hätten wir Gegner drauf werfen müssen, die wir jetzt natürlich ein bisschen kaputt gemacht haben, aber ist ja gar kein Problem. Oh, ich fühle mich schon viel sicherer so. Ich fühle mich nicht sicher, aber sicherer. Uff. Knappe Kiste wie in zu klein geratenen Särgen. Genau, hier müssen wir spinnen und dann ganz schnell hier zwischendurch. Daran kann ich mich... Wir brauchen Luft, lol, das war der Sound. Ich habe mich gewundert, was ist der Sound, aber wir brauchen einfach ziemlich viel Luft. Okay, hier kommen wir auf ganz entspannte Art und Weise durch. Jetzt. Genau, und das fährt dann wieder zu und wenn wir nicht schnell genug durch sind, dann ist nicht gut. So. Oh, hier gibt's ein paar Bananen zum Sammeln, aber wir haben nicht die Zeit dazu. Was? Ich bin noch voll dran vorbei. Okay, okay, okay. Das sieht aus, als würde es eng werden. Tut es aber gar nicht. Oh, hier geht's weiter. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Heini, den wir draufwerfen können. Einen wunderschönen guten
Hallo? Das ist nicht passiert. Wir wollten den gar nicht da drauf werfen. Aber den Ballon hätte ich gerne gehabt. Schade. Da links ist ein Puzzleteil. Das hat doch jeder gesehen. Was gibt's hier noch? Eine einzelne Banane. Die brauche ich jetzt eher nicht. Oh, wir gehen mit den Fischen mit. Weil die Fische sind dafür verantwortlich, dass diese Tentakelpflanzen weggehen. Okay, und jetzt wieder schnell. Oh mein Gott, bitte, bitte. Mrs. Puff, Sie sind in meinem Weg. Lass geh. Ich bin dran vorbei. Ich muss den Damage in Kauf nehmen. Let's go. Uns fehlt ein Buchstabe. Nein. Warum? Warum? Ach, Guys, nein. Den schneide ich euch noch ganz kurz hinten dran. Okay. Ach so, ja. Hätte man auf jeden Fall sehen können hier oben. Okay. Nein, ich habe Didi verloren. Okay, Guys, damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wenn es euch ganz gefallen hat, Like da lassen und den Kanal abonnieren, um dieses 4K-Let's Play nicht zu verpassen. Ciao, ciao, Leute.